Hallo zusammen zur 10. Folge von Let's Play Democracy 3. Das stammt aus dem Livestream, den ich zusammen mit der Politikwissenschaftlerin Romy Höhner aufgezeichnet habe. Wir widmen uns mal dem hier, oder? Ja. Also, Gewalt gegen Roboter, könnte man sagen. Oh mein Gott, die armen Roboter, die können doch gar nichts dafür. Naja, es kostet uns. Genau. Ja, ja, okay, ne? Also, und das trifft die Produktivität und die Kriminalität geht hoch. Jetzt hätte ich gesagt, wir könnten direkt hier die Zuschüsse für Robotikforschung. Hier ist die Automation. Industrial Automation ist jetzt gerade am Steigen. Erst. Die wird innerhalb von 16 Quartalen weiter hochgehen. Und jetzt haben wir schon. Hier quasi Unruhen und Gewalt gegen Roboter, wobei die ist ein großer Faktor und die wird noch weiter steigen. Das heißt, wir sollten unsere Förderung tatsächlich zurückdrehen. Warte mal, bevor wir die zurückdrehen, lass uns mal noch schauen, ob es in den Gesetzesvorschlägen noch irgendwie kleinere Sachen zu Arbeitnehmerrechten, Weiterbildung oder irgendwas gibt, um die so ein Stück weit zu unterstützen, dass sie uns nicht die armen Roboter kaputt machen. Wir können auch, also zum Beispiel dieser zusätzliche Feiertag, das wäre so ein klassisches Wahlgeschenk, oder? Ja. Der ist relativ günstig. Wie sieht denn das im Wohlfahrtsbereich aus? Heizkostenzuschuss, Mietpreisbindung, Alcohol Awareness Campaign. Das hier? Genau. Ja, das. Verpflichtende Arbeit für die Arbeitslosen. Das ist eine andere Debatte. Ja. Die können wir nochmal anderweitig führen. Okay, wie können wir jetzt unsere nicht so wahnsinnig gut ausgebildeten Bevölkerungsanteile unterstützen, ohne sie idealer. Guck mal, Social Justice Foundation vielleicht. Und gibt's da was? Ja. Tatsächlich. Also das wird eine Stiftung gegründet, die sich um die Sorgen und Nöte und die Probleme der Armen und Unterrepräsentierten im Land kümmert. Es wird einige der Sorgen dieser Menschen nehmen und sie werden sich besser inkludiert in unsere Gesellschaft fühlen. Es wird ihnen kein besseres Leben direkt bescheren, aber ein bisschen mehr Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist gut und Hoffnung ist wichtig zu haben. Ja, das ist jetzt. Man könnte auch einen Sozialstaat haben. Ah. Ja. Transport. Nee, so, da gibt's. Wir könnten zum Beispiel bei den kostenlosen Schulmahlzeiten nochmal rangehen. Das ja. Könnte die Familienbudgets auch entlasten. Vor allem ja. Für geringverdienende Familien. Ja, dann würde ich sagen, tun wir die direkt rein. Das sind nämlich genau die 10, die wir noch haben. Genau. Also. Armut geht krass runter. Super, das würde uns echt helfen für diesen ganzen. Und es wirkt nochmal auf die Fettleibigkeit. Wie krass. Super. Ja, was wir haben gerade unglaublich Geld ausgegeben und ich finde das total wichtig, das maximal zu machen. Ja. So, jetzt sind wir auf 0 runter. Und nächste Dings. Jetzt bin ich gespannt. Yes. Fettleibigkeit, die Situation ist zu Ende. Jawohl. Sehr gut. So, wieder ein Dilemma. Terrorverdächtige ausliefern. Ein Land im Mittleren Osten, mit dem wir kein formales Auslieferungsabkommen haben, hat verlangt, dass wir einen Einwanderer ausliefern, der hier lebt, um dort wegen Terrorismus vor Gericht gestellt zu werden. Er wird beschuldigt, für Autobombenanschläge in ihrer Hauptstadt verantwortlich zu sein. Aber die einzigen Beweise, die sie dafür haben, sind die Geständnisse anderer Terrorverdächtiger, die ihnen möglicherweise unter Zwang abgerungen wurden. Möglichkeit 1, Verdächtigen. Was?
unter Zwang ist auch schön. Ja. Verdächtigen ausliefern ist Möglichkeit 1. Wir sollten diesen Terroristen sofort in sein Heimatland zurückschicken. Es könnte zwar einige geringfügige Bedenken bezüglich des Rechtssystems in seinem Land geben, aber dort wird gegen Terrorismus angekämpft und im umgekehrten Fall wären wir entrüstet, wenn wir uns weigern würden, Terroristen vor Gericht zu bringen. Es ist jetzt nicht die Zeit, überempfindlich in Bezug auf Verhörmethoden zu sein. Behalten wir ihn hier, Möglichkeit 2. Wenn wir diesen Mann ausliefern, besteht die Gefahr, dass er die Todesstrafe erhält. Wir können nicht herausfinden, ob er einen fairen Prozess bekommen wird, und wir können auch nicht sicher sein, dass er der rechte Mann ist. Wir können Menschen nicht einfach auf den Befehl ausländischer Regierungen hin ausliefern, und wir brauchen Beweise für eine kriminelle Handlung, bevor wir einen Mann überhaupt in den Tod schicken können. Ja, wenn ihm der Tod droht, würde ich sagen, ist das so eine Sache, ne? Also. Wir hatten das ja vorhin so ein Stück weit schon, und an der Stelle hat sich meine Position nicht geändert. Es gibt irgendwie einen rechtsstaatlichen Prozess, und ja. Wir können nicht einfach Leute in Länder schicken, wo gefoltert wird. Ja, also behalten wir ihn hier. Jo. So, damit ist das Dilemma gelöst und wir sind die Fettleibigkeit los. Wir haben aber zwei neue Probleme. Ja, aber so. Guck mal ganz kurz, nur unsere Einnahme, unsere Überschusssituation. Oh ja, 37 CO2-Steuer. Ich guck mal gerade, was macht die CO2-Steuer? Bin ich sehr gespannt. Ja, okay. Energieeffizienz, Umweltschützer finden es gut, alle finden es nicht so gut, aber unsere Umfragewerte sind bei 98,2. Wir müssen gar nicht wirklich irgendwas an unseren Umfragewerten drehen. Wir haben einfach so die CO2-Steuer eingeführt. Großartig, ja, wenn das mal so laufen würde. Ich will mal kurz auf unsere Probleme gucken. Mhm. Organisiertes Verbrechen geht langsam ein klein wenig runter, aber nur ein klein wenig. Asthma-Epidemie ist wieder ein bisschen abgeflacht. Umweltverschmutzung geht weiter runter. Na klar, CO2-Steuer hat. Das wird weitergehen, hoffe ich. Die wettbewerbsunfähige Wirtschaft hat wieder einen kleinen Klick nach unten gemacht. Das ist schön. Ich freue mich auch. Ja, dann. Das steigt weiter an. Ganz leicht, aber also, ja, wir können mal gucken, was wir noch dagegen machen können. Aber wir müssen es halt unter die grüne Linie bekommen. Genau, also diesen Bereich Löhne und Bildung, lass uns die dann nochmal anschauen. Ja, und die Wasserknappheit. Ja. Die Umwelt ist da, das ist halt mit im Komplex Umwelt mit drin. So, was sagtest du? Löhne und Bildung? Löhne und Bildung schwächen das ab. Diese. Ne? Also, dass hier Ursachen, wenn es rot ist, sorgt es dafür, dass es weniger schlimm ist. Das heißt, unsere Löhne sind gut aufgestellt durch Arbeitsrechte. Bisschen, ja. Also, das Lohnniveau ist hier. Wir müssen es halt schaffen, unser Lohnniveau zu steigern. Ansonsten klappt auch die Schere innerhalb der Gesellschaft immer weiter auseinander. Und dann werden die Leute auch nur noch unzufriedener. Wie schaffen wir es aber, unser Lohngefälle zu erhöhen? Stell dir vor, du weißt, welches Wort ich meine. Ja, die Lohnunterschiede. Dann würde ich doch mal sagen, wir gehen hier auf den blauen Kreis, nämlich die niedrigen Einkommen. Mhm. Die niedrigen Einkommen wurden jetzt gerade durch unsere kostenlose Schulmahlzeiten nach oben gesetzt. So der Löhne sind zu niedrig. Ja, Löhne. Ja, die Löhne wirken sich negativ auf diese. Ja, also Löhne sind halt. Warte, wie bin ich da jetzt hingekommen? Genau, da. Löhne. Arbeitsrechte, Arbeitslosenzahlen, Immigration. Die Arbeitsrechte haben die Löhne positiv beeinflusst. Das finde ich ja schon mal super. Ja, dann würde ich. Also wir haben auf jeden Fall einen Überschuss. Wir könnten noch mal an die Einkommensteuer gehen, ne?
Ja, wir können es uns zumindest nochmal angucken. Ich bin jetzt kein Riesenfan davon, jedes Jahr quasi den Steuersatz anzupassen, aber das. Weil gerade hier diese mittleren Einkommen, die werden schon krass belastet. Ja, das ist hier die Meinung, ne? Also. Ja, das stimmt schon. Achso, nee, das hier ist die Belastung, die tatsächliche. Das hier. Ja, aber. Okay. Also die mittleren Einkommen haben halt auch nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten, von Mittel in die nächste höhere Stufe zu kommen. Ja. Insofern könnte man zumindest da nochmal drauf gucken, wobei für unser eigentliches Problem das jetzt an der Stelle egal ist. Ja, genau. Also ich würde jetzt tatsächlich einfach mal auf die niedrigen Einkommen gucken und Kindergeld könnten wir erhöhen. Ja, grundsätzlich, na klar. Wir haben halt jetzt schon 6 Milliarden im Quartal. Also wir sind schon hoch. Wir können das auch noch mal ein Stück weit anpassen. Ob uns das allerdings nicht vorrangig Geld kostet, als dass es uns dann bringt im Umgang mit diesen roboterangreifenden GewerkschafterInnen, weiß ich nicht. Stimmt, das bringt wahrscheinlich hier nur Zustimmungswerte und es bringt eigentlich nur Zustimmungswerte fast. Naja, es erhöht die niedrigen Einkommen. Ein ganz kleines bisschen. Und wenn ich aber sehe, wie wenig das ist und wie viel Geld dann damit verbunden wäre. Ja. Da kommt kurz die Sparfüchsin in mir durch. Ja, aber dann würde ich doch mal in Richtung Wohlfahrt nochmal gucken. Hier. Kinderbetreuung. Super. Mit staatlichen Beihilfen für die Kinderbetreuung können wir dafür sorgen, dass mehr Eltern nach der Geburt ihres Kindes ins Berufsleben zurückkehren und damit die Wirtschaft nutzen. Es kann zwar teuer sein und es verzerrt auch den Markt, ist aber bei den Eltern beliebt. Ja, und da auch man ja schon mit Primärbildung relativ früh was erreichen kann, unbedingt. Ja. Also ich bin für Kinderbetreuung. Dann machen wir mal Kinderbetreuung. Eltern, Kapitalisten finden das doof. Warum? Eigentlich müssen die das doch gut finden. Ja, Produktivität steigt. Ja, klar. Und Arbeitslosenzahlen gehen runter. Wieso haben wir das bisher noch nicht gemacht? Wir sind bisher nicht darüber gestolpert und es ist relativ teuer, es einzuführen. Ach, deswegen. Also vom politischen Kapital her, glaube ich. Wollen wir mal 9 Milliarden machen? Ja, klar. Guck mal, wie sich das auf unsere Arbeitslosenzahlen auswirkt. Unbedingt. Das ist ja für unsere Wirtschaft super. Sogar noch mehr? Ach, nö. Nö. Okay. Dann machen wir das mal. Dann haben wir hier oben schon mal ein Stück rausgeschnitten, aber längst noch nicht alles. Wir haben noch 14. Bei Wohlfahrt war jetzt nicht mehr so wirklich viel Schönes. Gut, wir könnten Heizkostenzuschuss machen. Für Senioren. Nee. Nur für Senioren finde ich. Jetzt könnten wir wieder anfangen zu diskutieren, beziehungsweise zu besprechen, welche staatliche Unterstützung Seniorinnen in unserem Staat haben. Das wissen wir aber nicht. Ja. Ich würde das jetzt nochmal weglassen, weil eigentlich, also klar, wir können dafür Geld ausgeben, aber so richtig. Hm. Augenuntersuchungen, klar, warum nicht? Über Organspenden könnten wir reden. Aber das hier mit der Social Justice Foundation hatten wir kurz besprochen. Finde ich eigentlich auch eine super Sache, die man jetzt machen könnte, weil es genau, weil es da eine Stimme gibt. Genau, also wir haben wir geben den Menschen, das hast du schön gesagt, die Möglichkeit, gehört zu werden oder eine Institution, an die sie sich wenden können. Das sollten wir als PolitikerInnen in dem Falle eigentlich auch schon sein. Aber so gibt es nochmal eine Institution und es kostet uns nicht viel Geld. Genau, und da würde ich auch tatsächlich. Okay, der Liberalismus steigt dadurch. Aber es wird wahrscheinlich auch sekundäre Auswirkungen haben. Hoffe ich einfach. Ja, das passt ja auch in die Gesellschaft, wie sie angelegt war, die wir übernommen haben. Oh, ja. Guck mal, diese Agentur für Lebensmittelstandards finde ich auch mal. Agentur für Lebensmittelstandards. Eine Agentur für Lebensmittelstandards ist ein Regierungsorgan, das dafür sorgt, dass die im Land gebotenen Lebensmittel gefahrlos sind und einen Mindesternährungsstandard entsprechen. Die Landwirte sehen die Agentur unter Umständen als zusätzliche Bürokratie und Einmischung, aber die Verfechter der öffentlichen Gesundheit sehen in der Agentur ein wichtiges Organ, das die Verbraucher vor skrupellosen Nahrungsmittelproduzenten schützt, die ihre Kosten kürzen wollen.
Und? Ja, wir haben auf jeden Fall das Geld und das finde ich gar nicht schlecht. Geht mir genauso. Also wir wollen ja auch nicht, dass die Kinder, die jetzt endlich weniger Junkfood essen, dann eine schlechte Bratwurst bekommen. Es erhöht den Lebensmittelpreis, was natürlich schlecht ist für... Ja, aber den subventionieren wir ja eh schon. Ja. Aber es erhöht den jetzt nicht doll. Und den Landwirten haben wir eine echt dicke Subvention gegeben. Ich hätte es jetzt mal auf 180 Millionen. Dann erhöhen wir den Lebensmittelpreis um 7,2%. Ist natürlich schon eine Sache. Ja, irgendwas so um die 3,5-4% würde ich besser finden. Okay. Ja, okay, dann lohnt sich dann irgendwann auch nicht mehr. Ich verstehe. Ja. Dann vielleicht doch 6%. Wie gesagt, 5,99. Besser kriegen wir. Sehr gut. Wir unterstützen das ja auf der anderen Seite noch mit weiteren Subventionen. Also eigentlich müsste sich das ausgehen. Ja. So. Das war alles, was ich bei Wohlfahrt gesehen habe. Da haben wir kein politisches Kapital mehr. Das hier wäre noch das Einzige, das würde sich auch nochmal auswirken auf die Umwelt. Das würde ich tatsächlich machen und zwar volle Lotte. Jo, dann dabei. Nur Vorteile, der Umwelt tut's gut, Umweltschützerin und Anzahl der Umweltschützerinnen werden mehr. Sehr schön. Zack. Haben wir noch 3. Ich weiß gar nicht, ob wir noch so... Wir haben... Ah, den wollten wir auch noch machen. Na, entweder jetzt oder wir heben den uns noch ein bisschen auf für schlechte Zeiten. Aber grundsätzlich, ich bin ein Fan von Feiertagen. Wir können an dem ja auch noch mal drehen. Also das ist... den würde ich tatsächlich jetzt einfach machen, weil so viel haben wir gerade noch. Ja. Also, das BIP geht ein klein wenig runter, Sozialismus steigt und der Sozialist findet's gut. Wir haben keine Ausnahmen und keine Abgaben dadurch. Dann, es gibt einen Tag mehr, an dem wir am Strand im Café im Park sitzen können. Genau, und ich habe es jetzt so eingestellt, dass wir minus 0,99% vom BIP damit kriegen. Stimmt. Oder habe jetzt gerade alle Branchen ausgeklammert natürlich, die an Feiertagen trotzdem arbeiten. Ja. Aber ich mache, das ist tatsächlich nur Zustimmung, aber jetzt haben wir es, ja mein Gott. Okay, jetzt sind wir bei 0 und jetzt bin ich sehr gespannt, was dabei rauskommt. So, eine neue Situation hat sich entwickelt und eine positive. Wir haben einen Technologievorsprung. Es scheint, dass unser Land auf wichtigen Gebieten in Wissenschaft und Technologie weltweit führend ist. Für unsere Wirtschaft ist das großartig, denn wir haben der Konkurrenz gegenüber damit einen großen Vorteil. BIP steigt nicht, aber Produktivität steigt um 13%, weil wir so hohe Technologie haben und ein klein wenig ist auch unsere Schöpfung kontra Evolution trägt damit bei. Aha, interessant. Das war die Symbolpolitik, über die wir letztes Mal gesprochen haben. Aber ja, das ist super. Ja. Unsere Technologie, du hast darauf geachtet, das ist eine positive Geschichte. Und jetzt haben wir wieder ein Dilemma. Gleichgeschlechtliche Ehe verbieten. Bis vor kurzem war dies keine Frage, denn die Ehe war eine einfache Verbindung zwischen heterosexuellen Paaren. Aber jetzt werden immer mehr gleichgeschlechtliche Ehen von liberal gesinnten Pfarrern geschlossen. Soll dies auf konstitutioneller Ebene verboten werden? Gleich noch auf Ebene der Verfassung, ne? Ja. Nein, auf keinen Fall. Ehen erlauben. Bitte. Wir sind... Also sofort, da lese ich diese Optionen gar nicht vor. Fertig. Für mich stellt sich die Frage tatsächlich auch gar nicht mehr. Nee. So. Wir sind bei einem Überschuss von 26 Milliarden. Gucken wir mal die Probleme an. Organisiertes Verbrechen geht langsam, aber sicher runter, dadurch, dass das Zeugenschutzprogramm noch steigt. Das ist gut. Asthma-Epidemie ist auf dem Rückgang. Da wird auch die CO2-Steuer ihren Teil zu beitragen. Das ist schön. Die Umwelt. Oh ja, Umweltverschmutzung haben wir bald weg. Das heißt, Gesundheit, der Einschlag bei der Gesundheit, und das wird auch die Asthma-Epidemie beeinflussen. Das ist großartig.
Also sieht so aus, als ob wir unter dem Stoppauslöser sind. Und es kostet uns auch echt viel Geld im Jahr. Oder im Quartal. Oh ja. Auf jeden Fall. Dann die wettbewerbsunfähige Wirtschaft. Krass, was ist denn hier passiert? Sehr schön. Unsere Produktivität ist gestiegen durch den Technologievorsprung. Super. Jawohl. Sehr schön. Yeah, so, die Gewalt gegen Roboter steigt langsam weiter an. Aber guck, es ist alles nicht so dramatisch. Und momentan ist es nur Geld. Wir versuchen ja schon, das mit allen möglichen Zusatzinstrumentarien zu unterstützen. Ja. Aber es geht alles noch. Genau, und jetzt haben wir als letztes noch die Wasserknappheit. Und die ist ein klein wenig eingesunken, weil die Umwelt, und die wird sich noch verbessern. Mhm. Das ist schön. Das heißt, Wasserknappheit fassen wir dieses Quartal noch nicht wieder an, sondern wir gucken erst, wenn die Umweltverschmutzung als Krise weg ist, was wir dann mit der Wasserknappheit machen. Da wäre jetzt auch schon die Frage, wann wir unseren Klimawandelfonds anlegen wollen. Ja, den könnten wir jetzt anlegen. Wir haben genug Überschuss, wir haben genug politisches Kapital. Ich bin da ja ganz traditionell. Momentan läuft es bei uns echt gut. Die Wirtschaft brummt und wir haben Einnahmen. Und solange wir das haben, wäre es eigentlich gar nicht so schlecht, diesen Fonds anzulegen. Ja, wo war denn der? Da. Ah ja. Climate Change Adaption Fund, also da, wo Sachen aus da, wo Auswirkungen von Umweltkatastrophen und so. Und den könnten wir anlegen mit relativ wenig Geld am Anfang und dann ausbauen, wenn wir mehr Geld haben. Ja, wir haben 26 Überschuss. Dass wir vielleicht jetzt erstmal 15 nehmen, dass wir noch ein bisschen Sie können hier sind nicht frei skalierbar. Wir können mit 13 anfangen oder direkt 24. Dann würde ich gerne mit 13 anfangen. Das Umweltschützer finden es toll, Landwirte finden es toll und die Einkommen der Landwirte gehen hoch, okay? Und wenn wir... Guck mal, aber da haben... Ei? Guck mal, die Wasserknappheit geht zurück, wenn wir ihn bei 24 haben, oder was? Ja. Und Arbeitslosenzahlen gehen zurück, wenn wir ihn bei 24 haben. Ist ja klar, wir müssen ja die ganzen Anpassungssachen, es sind ja so viele unterschiedliche Dinge, da wird sowohl Wirtschaftsunternehmen gefragt sein, Verwaltungen gefragt, das sind Arbeitsplätze, ist klar. Okay, ja, aber dann würde ich tatsächlich mit 24 anfangen. Also der nächsthöhere sind 36. Ich würde vorher gerne noch was gegenprüfen. Und zwar habe ich vorhin gesehen, dass wir dort Marihuana legalisiert haben. Jetzt könnten wir das auch mal noch besteuern. Und ich habe vorhin in diesem Überblick Steuer gesehen, dass man damit Geld verdienen könnte. Vielleicht. Aber wir haben es, glaube ich, nicht legalisiert. Haben wir nicht? Nee, ich glaube nicht. Aber wir haben jetzt, ich habe jetzt auf Adaptieren geklickt. Das heißt, wir verlieren das politische Kapital, wenn wir das hier abbrechen. Ach so, na dann, das wollen wir natürlich nicht. Aber ich würde dann jetzt tatsächlich 24, wir sind dann immer noch 2 Milliarden im Positiven. Das stimmt, aber wir müssen auch für schlechte Zeiten sparen. Lass uns das mal machen, das wirkt sich ja positiv aus. Ja, genau, also es genau, ich würde jetzt tatsächlich den hier machen. Mhm. So, und wir haben, wo sind die Rauschgift, haben wir nämlich verboten und nicht Cannabis dekriminalisieren, haben wir nämlich nicht gemacht, weil das unglaublich viel politisches Kapital gekostet hätte. Stimmt, wir haben es nur diskutiert, du hast völlig recht. Ja. Weil damit könnte man tatsächlich auch nochmal Geld verdienen. Vor allem dann mit dem extra Steuerbereich. Genau, was war das? Das war Steuern, besteuerte Freizeitdrogen. Potenzielle Einnahmen keine. Wozu brauchen wir dann Steuern? Ach so, weil wir haben es noch nicht legalisiert. Dann können wir auch keine potenziellen Einnahmen haben. Macht Sinn irgendwie. Ja.
Okay, wir wissen also, falls wir irgendwann einmal bestimmte Drogen legalisieren sollten, können wir sie besteuern und damit wieder Einnahmen generieren. Genau. Gut. Das können wir planen, auf jeden Fall. Das wäre vielleicht auch was für die nächste Wahlperiode. Vielleicht, ja. So, was haben wir denn jetzt eigentlich an Zeit? Wir haben schon kurz nach 10. Hallo liebe Menschen im Chat, ist denn noch irgendwer da eigentlich? Ich winke mal in den Chat. Oh mein Gott, ich habe den Vorschlag mit den Robocops nicht gelesen. Oh ja, ich auch. Robocops auf die Straßen, Hilf gegen Kriminalität und Looted Riots. Okay, ja, Herr Öni. Super Vorschlag. Hast du da sowas gesehen oder war das einfach nur... gab es hier was bei Recht und Ordnung? Gab es da Robocops? Oder war das einfach nur deine Idee? Achso, habe ich aus einem Film. Okay, hieß der rein zufällig Robocop, ja? Genau. Übrigens, vielen Dank, World Band am Feiern. Dass du uns noch hören möchtest bis nachts um 2, um 3. Ich bin mir nur nicht sicher, wie gut das noch sein wird, was wir so von uns geben. Ja, das wir haben eine CO2-Steuer auf nationaler Ebene eingeführt und dann auch noch einen Klimawandelfonds angelegt. Ja, genau. Und jetzt... sollten wir uns noch ein bisschen hier drum kümmern, ne? Um unsere, um die Gewalt gegen Roboter. Und die Löhne genau, sind da. Aber ich glaube, da, ja. Ja. Und also eigentlich müssten wir es schaffen, dass die Investitionsquote in unsere Wirtschaft steigt. Egal, ob das jetzt Auslandsinvestitionen sind oder Inlandsinvestitionen. Ja. Dann könnten wir unsere Wirtschaft stärken, was idealerweise dazu führt, dass sie produktiver werden, was dann im Umkehrschluss idealerweise dazu führt, dass sie Fort- und Weiterbildung für ihre MitarbeiterInnen und steigern und gleichzeitig die Löhne hochgehen. Also wir müssten hier noch so dreimal um die Ecke denken, weil wir können ja schlecht alleine die Löhne anheben. Ja, das also stimmt. Eigentlich, genau. Eigentlich müssen wir jetzt dafür sorgen, dass in unsere Wirtschaft, die wir jetzt versucht haben, möglichst klimafreundlich zu entwickeln und mit den super ausgebildeten jungen Leuten, die jetzt kommen, dass wir dafür auch den Bedarf in der Wirtschaft haben. Ja. Das heißt, wir gucken mal, wie uns Außenpolitik helfen kann. Ach ja, stimmt. Genau, da war ja auch noch was. Das hattest du mir auch gesagt. Wir sollten uns auch mal um Außenpolitik kümmern. Wir haben jetzt hier nicht so viele Möglichkeiten. Einfuhrzölle wäre genau das... das Verkehrte, was wir jetzt haben wollen. Aber den diplomatischen Dienst. Genau, super. Also der diplomatische Dienst ist etwas teurer als nur ein Botschafter, aber im Feld der internationalen Diplomatie braucht man so etwas, um an der Spitze zu bleiben und die besten Deals für das Land und jeden, der involviert ist, hochzuhalten. Ja. Genau, dazu kommt natürlich, dass in dem Moment, wo die diplomatischen Beziehungen zwischen Staaten relativ eng sind und vielleicht auch gemeinsam strategisch ausgerichtet, egal ob es jetzt um Außen- und Sicherheitspolitik geht oder ob es um Menschenrechte geht oder was auch immer, auch in wirtschaftlicher Zusammenarbeit, das stärkt insgesamt das Vertrauen und den Austausch zwischen den Ländern und das sollte uns wirtschaftlich schlussendlich auch helfen. Dort könnte man dann zusätzlich überlegen, ob wir, ich glaube, im Bereich Schulbildung gab es noch die Möglichkeit, andere Fremdsprachenunterricht einzuführen. Da könnten wir auch nochmal gucken. Genau, aber dann würde ich jetzt erstmal den hier einführen, ne? Genau. Sehr schön. Auslandsbeziehungen gehen hoch, aber nur sehr langsam. Aber ja, es ist Trägheit, es braucht halt, aber es relativ günstig. Ja, genau. Ja. Was würdest du sagen? Das finde ich gut, so mit den 500. Okay.
dann nehmen wir die mal an. Und jetzt gucken wir nochmal. War das Wohlfahrt? Nee, ich glaube öffentlicher Dienst. Ein bisschen weiter oben. Wir können es uns eh nicht leisten, aber Compulsory Language Lessons. Ah, ja, 24 ist relativ teuer, es einzuführen, aber genau, das ist relativ günstig in den Ausgaben. Das können wir uns für nächstes Mal für die nächste Dings vornehmen. Ja, das könnte uns auch, könnte auch unserem Tourismussektor helfen. Wir könnten auch. Oh, gucke, Existenzgründung. Existenzgründung und Investitionsförderungsprogramm. Das Existenzgründungs- und Investitionsförderungsprogramm ist ein System, das wohlhabenden Personen, die ihr Geld in kleinen Neuunternehmen in diesem Land investieren, Steuervergünstigungen bietet. Das Programm fördert Investitionen in Unternehmen, die schließlich wachsen und die Wirtschaft stimulieren werden. Und es gibt gleichzeitig den Menschen, die in diesen Unternehmen investieren, eine willkommene Steuervergünstigung. Indirekt wird das Programm natürlich von Menschen subventioniert, die keine Ersparnisse für Investitionen haben. Genau, also das auch da wieder die Herausforderung, dass man Geld verdienen muss, bevor man es ausgeben kann. Und übrigens direkt unten drunter die... Ja, genau, Automation Tax, also die Steuer auf Automation. Die technologische Entwicklung hat zu brillanten Erfindungen geführt. Die dunkle Seite ist Industrieautomation. Und genau, da haben wir gerade ein Problem mit. Genau. Das heißt, die könnten wir direkt mal... Die wird auch schnell umgesetzt. Genau, die wir müssten, also hier müssen wir ja auch gar nicht bis in dieses Einnahmemaximum gehen. Momentan betrifft es ja auch nur die großen Unternehmen, die wir wiederum mit anderen Sachen gerade auch unterstützen, mit Technologieförderung und allem möglichen. Genau. Und dann machen wir mal diese Steuer und es geht direkt auf die Industrial Automation, aber nicht direkt auf diese Gewalt gegen Roboter. Aber gut. Na, es führt halt dazu, dass es zurückgeht, was wiederum hoffentlich dazu führt, dass die Bevölkerungsteile, die bisher negativ davon beeinflusst waren, einerseits ein Stück weit beruhigt werden, weil wir haben es im Blick, und auf der anderen Seite können wir mit dem Geld, was wir hier einnehmen, wiederum die ganzen Entwicklungsgeschichten finanzieren. Ja, und das ist wieder ein gutes Ding, weil wir den Fonds für die Klimaauswirkungen so hoch setzen mussten. Oder ja. Ich gesagt habe, lass uns den direkt auf 24 Milliarden setzen. Können wir hier, also was würdest du vorschlagen? Sollen wir ein bisschen runtergehen oder schon so auf 12 lassen? Irgendwas zwischen 10 und 12 finde ich gar nicht so schlecht. Dann machen wir noch, wenn du... Auch hier haben wir ja die Möglichkeit, nochmal hochzugehen. Genau. Ja. Aber ja, Steuern sind schlussendlich verminderte Einnahmen und da müssen wir einfach mal gucken, dass wir die Wirtschaft damit nicht allzu negativ beeinflussen. Zumal die Kapitalisten auch immer unglücklicher werden und wir brauchen deren Direktinvestitionen in die Unternehmen. Ja, also Änderungen. So, und dann haben wir nur noch eine, die nehmen wir mit ins nächste. Jetzt bin ich sehr gespannt, was passiert mit der Umwelt, ob wir die jetzt. Ob wir das dieses Problem jetzt erledigt haben. Also, nächste Runde. Das war's erstmal für diese Folge. Herzlichen Dank fürs Zusehen und sagt Romy und mir gerne in den Kommentaren, was ihr von den Entscheidungen haltet, die wir getroffen haben. Oder wenn ihr eine Frage habt, dann haut sie einfach raus. Wir bemühen uns, die bei unserem nächsten Twitch-Stream zu bearbeiten und zu beantworten. Tschüss!